Mit selbstbewusstem Lächeln betritt der Angeklagte den Gerichtssaal in Leipzig. Der 28-Jährige scheint das Blitzlichtgewitter zu genießen. Neu ist es nicht für ihn. Bereits zum zweiten Mal steht er wegen Drogenhandels vor Gericht. Dieses Mal soll er gemeinsam mit 4 Komplizen einen Drogenshop im Internet aufgebaut haben. Die Staatsanwaltschaft geht im Rahmen der Anklageschrift davon aus, dass durch die Gruppierung ca. 20 Kilogramm Betäubungsmittel in über 400 Postsendungen an Endverbraucher weitergegeben worden sein sollen. 2015 fliegt der Dealer zum ersten Mal auf. Damals verkaufte er über seinen Online-Shop Shiny Flakes ca. 1 Tonne Drogen, verpackt und versendet aus seinem Kinderzimmer. 4 Millionen Euro soll er so verdient haben. Der damals 20-Jährige wird zu einer Jugendstrafe von 7 Jahren verurteilt. 2019 wird er vorzeitig entlassen. Seine Geschichte ist so außergewöhnlich, dass Netflix eine Doku und eine Serie über den Kinderzimmerdealer rausbringt. Nun muss sich der 28-Jährige wieder vor Gericht verantworten. Wieder soll er einen Drogen-Online-Shop aufgebaut haben. Dieses Mal namens Candy Love. Und das noch während er hinter Gittern sitzt. Über 94.000 Euro sollen er und seine Komplizen eingenommen haben. Das Internet als neue Spielwiese für Verbrecher. Bei Tätern im Cyberspace spielt häufig die Challenge, das System zu schlagen, eine wichtige Rolle. Also die Frage, ist mein Code besser oder die Ermittlungsskills auf der anderen Seite? Das Katz-Maus-Spiel mit der Polizei ist Teil des Kicks. Viele bereuen also nicht die Tat, sondern eher die Tatsache, dass sie erwischt wurden. Bei einer Verurteilung, dieses Mal nach Erwachsenenstrafrecht, drohen dem Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft.